Und willkommen zurück bei den SIEs. Der NRW 18 hier. Ah, ich begrüße euch im nächsten Teil. Wir sind bei SIEs angekommen und haben Boss Q auch jetzt gefunden. Wir schauen uns jetzt hier ein wenig weiter um und ich habe hier schon den Zentralcomputer, glaube ich, entdeckt. Was hast du gesagt? Hey Max, was glaubst du, was das ist? Kalibrierung? Abgeschlossen. Ich beherrsche nun eure primitive, aber genauso legitime Sprache. Bitte wähle unter den folgenden Gesprächsthemen aus. Wer bist du? Ich bin die künstliche Intelligenz dieses Schiffes. Ich überwache den Betrieb dieses Schiffes sowie die Aktivitäten seiner Mannschaft. Wer bist du? Ich bin... Ja. Wo ist die Mannschaft? Sie sind zurzeit mit der Hauptmission dieses Schiffes beschäftigt. Sie werden in Kürze eintreffen, um sie zu ihrer eigenen Sicherheit festzusetzen. Was ist mit Bosco passiert? Der Eindringling verwendete das Zeitshuttle ohne Genehmigung. Aha. Wie benutzen wir diesen Aufzug? Bitte wählen Sie einfach den Zielort. Zusätzliche Orte können mit Hilfe von praktischen, vorab gedruckten Zeitkarten freigeschaltet werden. Hört, hört. Bis später. Nein, Auf nein, Wieder. nein, nein, nein. Welche Optionen habe ich? Meine Persönlichkeit kann so konfiguriert werden, dass sie in dem Ton antwortet, der am besten zum Benutzer passt. Bitte wählen Sie unter den folgenden Optionen aus. Was? Politisch korrekt, anzüglich, ausfällig, passiv-aggressiv. Ach du liebe Zeit. Was soll ich davon jetzt nehmen? Anzüglich. Ausfällig. Eine gute Wahl, du Idiot. Bist du da selbst drauf gekommen oder hat dir dein dämlicher Freund geholfen? Wie geil. Wir hätten gern eine Zeitkarte, bitte. Ich kann keine Zeitkarte drucken, solange der Kapitän noch kein Ziel bestimmt hat. Na, toll. Bis später. Verzieh dich, du Versager. Okay. Boscos Unterdrücker könnten jeden Moment da rausspringen und mit ihren Strahlenpistolen um sich schießen. Gut, dann gehen wir da wohl nicht lang. Dumm-di-dumm-dumm. Ah, das ist noch mehr. Anscheinend haben wir einen Leistungsverlust von 18% im Steuerbord Tachyonen-Impulsperambulator. Ich werde 4 Tage brauchen, um das zu reparieren. Du hast 30 Sekunden! Ob das eine Parodie auf Star Trek war? Auf Captain Kirk und Scotty? Okay, was haben wir hier drüben? Da ist noch einer. Entweder hatten wir gerade einen enormen Anstieg der Thetawellenstrahlung Backbord voraus, oder ich habe keine Ahnung, wie man dieses Ding abliest. Ich denke eher das Zweite. Sieht aus wie ein merkwürdiges außerirdisches Radio. Das ist der Notfallrückrufknopf. Okay. Die KI-Einheit des Schiffes steckt auf dem Aufzug. Okay. Da, Zeitkarte für Boscos Laden. 1963. Boscos Laden schon wieder? Wie sind wir denn hier gelandet? Dem Mangel an Sicherheitsgittern und dem reichlichen Angebot an Waffen und Munition nachzuschließen, würde ich sagen, wir sind in der Zeit zurückgereist. Das scheint irgendwann in den frühen... Heilige Mutter der Maulwurfsoße! Wollt ihr Schwachköpfe jetzt was kaufen oder möchtet ihr lieber ein Baby machen? Also wirklich. Mama Bosco. Du musst Fräulein Bosco sein. Frau Bosco, bitteschön. Eure patriarchalischen Verniedlichungen könnt ihr euch sonst wohin stecken. Na schön, werte Dame. Gnädige Frau. Sieh da. Wer seid ihr? Sam und Max, Freelance Police. Endlich, die Polizei. Vielleicht könnt ihr mir helfen, diesen Idioten zu schnappen. Welchen Idioten sollen wir denn schnappen?
Diesen Mann, der gerade hier reinkam, hat was von Verschwörungen gebrüllt und alles durcheinander gebracht. Bosco hat schon immer gewusst, wie man einen guten ersten Eindruck macht. Können Sie uns mehr über diesen Mann erzählen, der Ihren Laden demoliert hat? Er mich gesehen und angefangen zu schreien. Das schränkt den Kreis der Verdächtigen ja ein, auf alle Männer mit Augen. Dann ist er nach hinten gestolpert und gegen meinen Babymacher geknallt. Autsch. Wir können den Fall nicht übernehmen, aber wir werden Ausschau nach Ihrem Vandalen halten, Frau Bosco. Wenn ich den je erwische, dann werde ich dafür sorgen, dass er seines Lebens nicht mehr froh wird. Ah, ich habe keine derart rührende Geschichte über Mutterliebe mehr gehört seit Botschafter des Todes. Wir können den Fall nicht übernehmen, aber wir werden Ausschau nach Ihrem Vandalen halten, Frau Bosco. Wenn ich den je erwische, dann werde ich dafür sorgen, dass er seines Lebens nicht mehr froh wird. Ah, ich habe keine derart rührende Geschichte über Mutterliebe mehr gehört seit Botschafter des Todes. Wir sind hier, um Ihrem Sohn zu helfen. Ich habe keinen Sohn. Ihr glaubt wohl, es reicht nicht, dass ich eine Geschäftsfrau und Erfinderin bin. Eine Frau ist nur dann nützlich, wenn sie einen Sohn hat. Das ist es nicht. Wir sind mit ihm befreundet. Naja, wir sind gute Bekannte. Wir kennen ihn. Wir haben mehr als einmal mit ihm geredet. Das ist egal. Ich werde nicht durch meine Kinder definiert. Aber wenn ich mal eins habe, wird sie der perfekteste kleine Engel sein. Was haben Sie da vorhin über das Babymachen gesagt? Bei dieser Art der Befragung fühle ich mich etwas unbehaglich, Sam. Das liegt nur daran, dass du Schiss vor einer Welt hast, in der Frauen, die Karriere machen wollen, sich nicht an einen Mann binden müssen, um eine Familie zu gründen. Wir leben nicht mehr in der Vergangenheit. Das sind die 60er. Die können darüber reden, jemanden auf den Mond zu schicken. Und ich kann einen Babymacher erfinden. Natürlich, ja. Wie funktioniert dieser Babymacher denn? Man nimmt eine DNA-Probe von der Mutter und der anderen Person und kombiniert sie in dieser Maschine. Dann lässt man die Mischung ein paar Stunden backen und erhält ein wunderschönes kleines Mädchen. Naja, oder einen Jungen. Ich habe meine eigenen Proben schon da drin. Ich werde es heute Abend mal ausprobieren, wenn ich zugemacht habe. Woher bekommen Sie denn die DNA-Proben? Kann man sich das nicht denken? Nein. Speichel, ihr Schwachköpfe. Ja, klar doch. Oh, natürlich. Woher haben Sie die Probe des Vaters? Ach, der. Tja, ich war aus besonderem Anlass in Washington. Und als ich das Weiße Haus besichtigte, traf ich einen netten Mann in einem dunklen Anzug. Er war höflich und sagte nicht viel. Sein Speichel schien mir so gut wie jeder andere. Also habe ich ihn gewählt. Ich habe da jetzt einen Verdacht, wer das sein könnte. Bis später, Frau Bosco. Wir werden ein paar wilde Bräute aus den 60ern aufreißen und ein grooviges Spektakel veranstalten. Männer! Hör schon auf, Max. Du magst doch gar keine Mädchen. Oh, richtig, richtig. Hast du ein Problem mit Frauen? Nee, sie haben mich einfach nie interessiert. Bei all dem Unfug, den ich tagtäglich anstellen muss, sind Mädchen einfach bloß eine riesige Zeitverschwendung. Ich war noch nie so angetörnt wie jetzt, in diesem Moment. Was? Du hast einfach nie die richtige Frau gefunden und ich nie den richtigen Mann. Vergiss den Babymacher. Katastrophale temporale Anomalie entdeckt. Was? Lauf mit mir fort, Max. Mein weißer Hengst. Verflixt. Und das nur wegen meiner unwiderstehlichen tierischen Anziehungskraft. Was? Frau Bosco, das sollten Sie sich vielleicht nochmal überlegen. Ich kann uns schon sehen, wie wir in dem schmucken Apartment gleich neben diesem netten Detektiv wohnen. Naja, es wäre schon toll, wenn ich jemanden hätte, der meine Wäsche wäscht. Du hast doch gar keine Kleider an. Und trotzdem habe ich immer jede Menge blutverschmierte Hemden. Ist ein echtes Rätsel. Ich bin ein schwarzes Schaf. Ich kann einer einzigen Frau nicht die Treue halten. Oh, ich bin mehr als ein Dutzend Frauen wert, du Hengst, du. Was?
Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten und Sie würden eine erbärmliche First Lady abgeben. Du weißt doch bloß nicht, was du willst. Ich bin vielleicht nicht die erste, aber sicherlich die letzte Lady, die du je brauchen wirst. Ich bin mit meiner Karriere verheiratet. Die Trauung wurde in Kanada abgehalten. Dort ist das legal. All diese Ausflüchte beweisen doch nur, dass du mich brauchst. Ja, aber das führt doch hier alles zu nichts, oder? Wir stammen aus verschiedenen Welten. Ich bin von der Erde und Sie vom freakigsten Planeten im Freak-System. Gegensätze ziehen sich an, Baby. Du bist der erste Mann, der sich kein Bein ausreißt, um mich zu kriegen. Na, das soll was heißen. Max steht einfach nicht auf Sie. Ach, Sam, jetzt zeige doch ein bisschen Feingefühl. Was er eigentlich sagen wollte, es gibt nicht die geringste Chance, überhaupt keine, dass ich jemals an ihn interessiert sein könnte, solange bis die Erde von den Flammen der explodierenden Sonne verschlungen wird. Na? Das sagst du jetzt. Sie verschwenden Ihre Zeit, Frau Bosco. Max hat einfach kein Interesse. Je mehr er protestiert, umso sicherer bin ich mir, dass er der Richtige ist. Na dann. Okay, schauen wir uns mal um. 9 mm Hohlspitzmunition ist immer angesagt. Ui. Nationen erblühen, Nationen vergehen. Doch die heißen Würstchen werden uns alle überleben. Ah, und jetzt schreit der Max auch wieder anders. Habt ihr das gehört? Was ist das? Kohlenstoff. Hey Max, erinnerst du dich noch an das alte Kohlenstoffdatiergerät, das wir letztes Jahr von Sibyl bekommen haben? Ja, wir haben es Bosco gegeben, damit er seine Würstchen scannen konnte. Anscheinend hat er es leicht modifiziert. Habt ihr schon wieder die 2 Grafikfehler gesehen? Auch Freunde. Die einzige Konstante in allen menschlichen Kulturen über die Jahrtausende hinweg ist eine Riesenmenge Müll. Sie sind wunderschön. Babynahrung und Popotücher. Wenn man weniger von ersterem nehmen würde, bräuchte man auch nicht so viele von letzteren. Was für eine Verschwendung. Was für eine sinnlose Verschwendung. Okay. Offene Probe. Ist das da reingelaufen, oder was? Die Probe wurde von der Milch völlig kontaminiert. Sie muss ersetzt werden. Die Probe wurde... Ja, ist ja gut. Sieht aus wie eine merkwürdige Brotbackmaschine. Erzähl doch keinen Unsinn. Das ist mein Babymacher. Man nimmt eine Speichelprobe von der Mutter und eine vom Vater, vermischt sie in dieser Maschine und am Ende kommt ein perfektes kleines Glücksbündel raus. Endlich erklärt mir mal jemand, wie das funktioniert. Das ist aber nicht die allgemein anerkannte Methode, Max. was ist denn das? Das ist mein Probennahmegerät. Ihr müsst jemanden dazu bringen, dass er draufspuckt. Dann erhaltet ihr ein Probenreagenzglas für den Babymacher. Dürfen wir uns das Teil ausleihen? Macht ruhig. Ich habe alles, was ich brauche. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist Mama Boscos Babymacher. Die Probe der Mutter ist gesperrt, aber die Probe des Vaters ist noch offen. Okay. Kalte, orange Dinger zum Lutschen kommen nie aus der Mode. Milch und Schnaps. Etwas für die kleinen Racker und etwas für die Frühstücksglocken. Drinks für Babys und Eltern. Milch und... Ja, ist ja gut. Toilette, können wir da rein? Ja. Holla. Russen schicken erste Frau ins Weltall. Bald schicken sie noch all ihre Frauen ins Weltall. Nun, hier hat sich ja nicht viel verändert. Eine Flasche mit schön gereiftem Würztaler Essig. Ach, irgendein Idiot hat den Korken drin gelassen, Sam. Es ist immer noch Wein. Lassen wir den mal ein paar Jahrzehnte atmen, Max. Natürlich. Und das macht doch überhaupt keine Geräusche. Was habe ich jetzt? Einen Korken. Okay. Ich kann's noch halten, da bin ich ziemlich sicher. Was? Ich kann's... Okay. Na.
ein Urinal? Ich brauche keine Pinkelpause. Gibt es einen besseren Ort für die Buchhaltung als das Klo? Meine Pfoten sind blitzblank. Oh, die Bazillen sehen so jung aus. Tja, das war's dann hier wohl also, ja? Das war's, ja. Tja, und was sollen wir jetzt hier machen? Vielleicht nochmal mit der reden? Hallo, du sollst mit der reden. Wir halten, wo ist der, was sie angeht? Nee, es gibt nichts Neues. Wir können den Bosco. Wenn ich den je erwische, dann werde ich das... Ah, Todes. Na. Woher? Ach, der. Tja, ich ausbesichtigte. Okay. Er war gewählt. Also gibt es da nichts Neues. Also... Max mag überhaupt keine Mädchen, das Gespräch. Max ist verrückt. Denken Sie an Ihre Kinder. Was ist mit denen? Ich werde keine Kinder brauchen, wenn Max mir seine Liebe schenkt. Er wird mein neues Lieblingsprojekt. Mein kleines Versuchskaninchen. Oh wei. Zuhören, gute Frau. Sie kapieren es einfach nicht. Ich stehe nicht auf Sie. Wehre dich ruhig weiter. So weiß ich einfach, dass du derjenige bist. Ach Mann. Okay. Was macht ihr da eigentlich? Naja, das Übliche. Durch die Zeitreisen und all so ein Zeug. Override. Ihr habt eine katastrophale, temporale Anomalie ausgelöst. Was? Ihr kehrt jetzt zurück zum Schiff, damit ihr über eure Taten nachdenken könnt. Seht euch an, was ihr angerichtet habt. Sam, was ist ein katastrophales Zeitparadoxon? Das da! Was zur Hölle habt ihr Jungs bloß angestellt? Max, weil du Mama Bosco dazu gebracht hast, kein Kind zu kriegen, ist Bosco niemals geboren worden. Aber wenn Bosco niemals geboren wurde, dann wären wir doch gar nicht erst zurückgereist, um Mama Bosco zu treffen. Toll! Wollt ihr Schwachköpfe da noch lange rumstehen und diskutieren? Oder werdet ihr mich jetzt wieder in Ordnung bringen? Menno, da verpasst man dem Typen einen coolen Kuhkörper und auf einmal führt er sich auf, als ob ihm der Strom der Zeit gehören würde. Ach du liebe Zeit, ach du liebe Zeit. Freunde, ich würde vorschlagen, nachdem wir jetzt so viel Blödsinn gemacht haben, mache ich jetzt hier Schluss. Oh, wir sehen uns gleich im nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu.